Guten Morgen, heute am 3. April 2021. Hier mit dem aktuellen Wetter von Maspalomas Strand natürlich. Wir sind hier am Shopping Center Oasis. Es ist 9 Uhr und 20 Minuten. Wir schauen mal aufs Thermometer. 9.29 Uhr genau und wir haben 23 Grad. Ja, noch ganz wenig los natürlich. Wir haben im Moment auch keinen Wind, der soll aber wieder zunehmen und deswegen mache ich auch so früh wie möglich das Video. Brauche ich kein zusätzliches externes Mikrofon. Höchstwerte heute um 26, 27 Grad, nachts Tiefstwerte 17 Grad. Luftfeuchtigkeit haben wir 65%. Sonnenaufgang war heute Morgen um 7.50 Uhr und Sonnenuntergang um 20.21 Uhr. Ja, hier ist noch wenig Betrieb und eigentlich nur Spaziergänger, ganz klar. Die Lokale hier. Auch natürlich nicht besucht, obwohl hier auf der Terrasse schon einige Menschen sitzen. Hier war auch schon wieder der Radlader unterwegs heute Morgen. Der hat hier wieder ein bisschen Sand nachgefüllt. Ja, ein bisschen Algen haben wir hier in dieser natürlichen kleinen Bucht, aber am Rest vom Strand sieht man nichts. So, wir gehen mal ein bisschen. Ja, gestern hatte ich ja eigentlich noch ein Wettervideo versprochen oder ein Video vom Strand früh morgens. Aus technischen Gründen wurde da nichts draus. Mein Mikro hat also versagt. Das passt nicht für die Insta. Und nachvertonen wollte ich es nicht. Da habe ich dieses Video jetzt einfach mit Musik unterlegt und werde es heute nach diesem Video senden. Und zwar einfach, um den Vergleich zu haben, wenn man sich die Videos dann ansieht, hier das mit der Kamera und dem Osmo und im Vergleich zur 360. Denn wir haben einen großen Fernseher, also der Klaus, einen ganz hochauflösenden, und da kann man sich dann den Unterschied auch mal genau ansehen. Da sieht man dann auch so Feinheiten, die man auf dem Handy natürlich oder auf dem Smartphone bzw. Computer gar nicht mitkriegt. So, ich möchte dann auch noch mal ein bisschen zoomen, um auch den Vergleich zu haben.
Ja, wir haben auch wieder eine Abrisskante hier. Also heute Nacht war dann wieder doch erheblicher Wellengang. Ja, der Osterspaziergang mal virtuell hier. Für viele natürlich ein nicht erreichtes Ziel, nach Gran Canaria zu kommen und Ostern hier verbringen. Das haben viele sich gewünscht, geht leider nicht oder geht schon, aber etwas schwieriger. Ja, der Blick in die Berge, da sieht es richtig düster aus. Ja, und was man hier natürlich wieder sieht, weil ich jetzt gerade an der Flutkante bin, ja, hier liegen sie. Ich nehme an, dass es kleine Sardinen sind. Hier ihr Leben lassen mussten. Ja, und wenn man hier unten am Strand entlang läuft, dann sieht man das gar nicht.
So, mit diesen Aufnahmen verabschiede ich mich dann auch wieder und sage ganz einfach, bis später, Harry unterwegs, oder natürlich bis zur Realität. So, mit diesen Bildern sage ich bis später, hasta luego. Hier ist wieder unser behinderter Vogel, der sich über die Sardinen hier natürlich ganz riesig freut, denn da muss er nicht fischen gehen. Ja, der alte Bekannte, der sich immer hier rumtreibt, ich will ihn nicht weiter verscheuchen. Hasta mañana.